Hallo zusammen, ich bin euer Vlog Dave. In diesem Vlog zeige ich euch, was Vuko, Sergio und ich am Rande der Roleplay Convention 2017 in Köln gemacht haben. Viel Spaß dabei! Nachdem wir am Freitag, dem 26. Mai, in unserer Airbnb-Wohnung angekommen waren, fuhren wir mit der Straßenbahn näher zum Stadtkern von Köln. Wie ihr sehen könnt, gibt es dort einige Straßen mit direkt aneinander gebauten, aber unterschiedlichen Häusern. Einige davon sind sicherlich ziemlich alt und sehen wirklich schön aus. Übrigens, heutzutage leben in Köln und den vielen Bezirken der Stadt mehr als 1 Million Einwohner. Zuerst sind wir zu einem Burger-Restaurant gegangen, das den lustigen Namen Die fette Kuh hat. Der Burger war wirklich sehr lecker und auch die selbstgeschnittenen Pommes waren vorzüglich. Danach haben wir uns auf die Suche nach einer Cocktailbar begeben. Da wir uns in der Kölner Innenstadt nicht allzu gut auskennen und viele Orte mit Straßenbahnen verbunden sind, mussten wir erstmal die richtige S-Bahn-Linie finden. Hier waren wir am Chlodwigplatz unterwegs. Wenn man die dortige Bahnstation auf der Rolltreppe verlässt, steht man direkt vor einer kleinen Burg. Leider war das aber nicht der Ort, den wir gesucht hatten. Eine Sache, die mir an Köln sehr gut gefällt, ist die künstlerische und architektonische Vielfalt. Diese bunte Wand in der dortigen Bahnstation schaut im Zusammenspiel mit den vielen Lichtern wirklich sehr schön aus. Solche Details finde ich immer sehr schön, da sie den Aufenthalt in einer Stadt durch simple Mittel verschönern. Don't really know where we're going, but yeah. We will find our way, I guess, sooner or later. So, yeah. We're heading to a cocktail. A cocktail bar, Schwanz-Schwanz bar, basically. Auch dort ist das Ambiente sehr gemütlich. Es ist keine allzu große Cocktailbar, was ich persönlich aber ziemlich angenehm finde. Dort haben wir uns verschiedene Cocktails gegönnt, die uns von dem sehr netten Kellner zum Teil empfohlen wurden. Dann sind wir wieder nach Hause, sprich zu unserem Airbnb gefahren. Falls ihr mehr von der Wohnung sehen möchtet, schaut euch gerne meinen Vlog zur Roleplay Convention an. Nach dem ersten Tag auf der RPC am 27. Mai sind wir gegen Abend noch in die Kölner Innenstadt gegangen. Und was wäre ein Vlog aus Köln ohne ihn? Den Kölner Dom. Der Dom ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Kölns und auch ganz Deutschlands. Ratet mal, wann wurde diese gotische Kathedrale gebaut? In gewisser Weise begann der Bau bereits im 13. Jahrhundert nach Christus, wurde aber nach etlichen Unterbrechungen erst im 19. Jahrhundert beendet. Der Dom ist ca. 157 Meter hoch und von 1880 bis 1884 war der Dom sogar das höchste Gebäude der Welt.
Da wir nach einem langen Tag auf der Messe sehr hungrig waren, sind wir nicht hineingegangen. Bestimmt bin ich irgendwann aber wieder im Dom und kann euch eventuell mehr berichten. Im Restaurant haben wir natürlich auch typisch kölsches Bier getrunken. Kölsch eben. Das hier sind Aufnahmen vom Rheinufer. In Köln gibt es viel zu erleben und das hier war natürlich nur ein sehr kleiner Einblick in die Stadt. Warst du auch schon in Köln? Und falls ja, hat es dir dort gut gefallen? Hier findet ihr den Vlog zur Roleplay Convention. Viel Spaß damit! Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin euer Vlog Dave. Tschüss und bis zum nächsten Mal.